Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein neues Video zu unserer Playlist Sex ABC. Das Wort, um das es heute geht, befindet sich wie immer in diesem kleinen Kästchen und wir schauen jetzt mal, was da heute für euch drin ist. Heute haben wir den Buchstaben F und es geht um das Wort Fizzling. Was das bedeutet, was damit gemeint ist, all das erklären wir euch in diesem Video. Also, nehmt euch ein bisschen Zeit, macht's euch gemütlich und los geht's! Fizzling ist ein umgangssprachliches Wort und gemeint ist damit, dass man eine Dating-Beziehung langsam auslaufen lässt. Also, es ist zum Beispiel so, dass es mehrere Personen gibt, die einander daten, die Dates laufen auch ganz gut und auf einmal antwortet eine Person möglicherweise nicht mehr regelmäßig oder nur noch sehr kurz angebunden. Auf Nachfragen ist es aber so, dass die Person sagt, nee, es ist alles in Ordnung, aber trotzdem wird der Kontakt immer weniger und läuft schließlich einfach aus. Fizzler trauen sich oft nicht, eine Beziehung einfach klar und deutlich zu beenden, weil sie manchmal glauben, dass ein so schleichender Prozess weniger schmerzhaft ist als ein klarer Schlussstrich. Manchmal wollen Fizzler sich aber eine andere Person auch einfach noch eine Weile warm halten. Ganz klar ist das recht unfair der Person gegenüber, die gefisst wird, weil sie ja gar nicht weiß, woran sie ist und auch keine Chance hat, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren und zu überlegen, was in dem Kontakt, während der Dates vielleicht schiefgelaufen ist. Wenn ihr selber gefisst werdet, dann besteht die Möglichkeit, dass ihr der Person, die euch fisst, zum Beispiel sagt, pass auf, ich möchte gerne wissen, ob die Dating-Beziehung zwischen uns noch weitergeht. Bitte sag mir klar, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, den ihr dann nennt, Bescheid, wie die Beziehung zwischen uns aussieht.